Ja, ich hatte diese Woche in der stillen Zeit, also letzte Woche in der stillen Zeit, wieder mal Matthäus 13 gelesen und es hat mich wieder erschüttert, mit was für einer Deutlichkeit der Herr Jesus uns darauf hinweist, wie eigentlich alles, was wir hervorbringen, im Geistlichen wie im Menschlichen, davon abhängt, wo unsere Wurzel ist. Und ich habe natürlich in der Regel von dem Zeugs keine Ahnung, aber ich habe mal nachgesehen, es müsste eigentlich der Pimi besser wissen wie ich, aber ich habe mal nachgesehen, der Baum, der die tiefsten Wurzeln hat, die es überhaupt gibt, ist interessanterweise der Feigenbaum. Und zwar, ich habe es fast nicht glauben können, es wird beschrieben, dass diese Wurzeln 120 Meter tief runtergehen, bei einem Feigenbaum. In Deutschland ist es die Stieleiche, die die tiefste Wurzel hat. Man redet ja nicht umsonst, auch im Volksmund, wenn jemand wirklich stabil ist und unerschütterlich ist vor einer Eiche. Aber hier, und das ist auch kein Zufall, dass ausgerechnet der Feigenbaum in der Bibel das Bild ist, das Schattenbild für das Volk Israel. Am tiefsten gewurzelt. Das hat mich dann doch erschüttert. Und mir ist das schon klar geworden seit vielen Jahren, ich bin kein neutraler Mensch. Keiner von uns ist neutral. Jeder von uns ist ein Produkt. Und zwar ist ein Produkt seiner Vergangenheit. Er ist ein Produkt seiner Gene. Er ist ein Produkt seiner Vorfahren. Er ist auch ein Produkt, und zwar, das ist jetzt das Üble, Adams. Weil in 1. Korinther 15, 22 sagt die Bibel ganz klar, und das ist nicht schön, denn gleich wie in Adam alle sterben. Unsere Wurzel ist zuerst einmal der geistliche Tod. Das ist auch der Grund, warum es keine guten Menschen gibt. Die gibt es nicht. Es gibt Menschen, die ein bisschen besser sind, die ein bisschen anständiger sind. Ich habe 46 Jahre für eine Bank gearbeitet. Davon 35 Jahre im Kundengeschäft. Also wenn man Menschen kennenlernen will, dann musst du dorthin gehen, wo sie krank sind, Krankenhaus, Arztpraxis oder auf der Bank. Dort siehst du, weil dort geht es an das Eingemachte. Und ich habe gesehen, was bei Menschen passiert, wenn es mal wirklich ums Geld geht. Da waren die nettesten, wunderbarsten Menschen, und da ging es um ein paar hundert Euro, und dann ist dieser wunderbare, nette Mann innerhalb von 5 Minuten zur Bestie geworden. Er hat nämlich seine Verwandte, hat er die Rente auf sein Konto kommen lassen, und ich habe es mal versehentlich umgebucht, weil der Name nicht gestimmt hat. Und dann habe ich plötzlich gesehen, was der liebe, nette Mann war. Wisst ihr, das ist drin. Das heißt, die Wurzel von uns alle ist Adam. Das ist ein Problem, das ist der Sündenfall. Man muss sich das ganz einfach vorstellen. Adam stirbt, also der Sündenfall ist nicht eingetreten durch die Eva. Erst als Adam, der Prototyp, Adam heißt Mensch. Und die Bibel benutzt ganz oft im Alten Testament, wenn sie das Wort Mensch nennt, sagt sie Adam. Da meint sie jetzt nicht der Adam und Eva, sondern da meint sie der Mensch generell. Und in dem Moment, wie er in die Frucht beißt, war ja kein Apfel, sondern Frucht, in der Sekunde erstirbt er geistlich und die Eva mit ihm. Und jetzt kommt das Problem und es muss uns klar sein, das ist die Wurzel. Jedes Kind, das dann gezeugt wurde, hatte diesen geistlichen Tod in seinen Genen drin. Wisst ihr, von daher kann es gar keinen Menschen geben, der gut ist. Das ist auch das, man sagt immer, oh, die unschuldigen Kinder, da kann ich nur lachen. Also meine Kinder waren nicht unschuldig. Die haben bei mir in der Wiege rumgetobt vor Wut, mit verzerrtem Gesicht und haben in der Wiege den Vorhang runtergerissen. Warum? Da muss doch was drin sein. Wenn das ein liebes Kind wäre, wäre das wie ein Engelchen in der Wiege drin gelegen und wäre gar nichts gewesen. Im Gegenteil. Wisst ihr, da siehst du, da ist was drin. Und das ist die Wurzel Adams und das ist unser Problem. Und wenn die Bibel sagt, es kommt nur auf die Wurzeln an. Und wenn jetzt jemand in Adam gewurzelt ist, 120 Meter tief, Entschuldigung, dann hast du halt jemand, der von der Erbsünde radikal geprägt ist, der geprägt ist von den Sünden der Vorväter, die bei einem Gläubiger weg sind, durch die Erlösung, möchte ich betonen, aber bei einem Ungläubiger sind sie nicht weg. Und dann kriegst du plötzlich Auswüchse der Sünde, die sind unfassbar.
Und das sagt gar nichts, dass dort dazwischen jemand lieb sein kann, dass jemand nett sein kann, dass jemand freundlich sein kann. Sobald diese Wurzel beginnt zu wirken, die Bibel, wir gucken nachher mal durch, was sie dazu sagt. Die Bibel sagt ganz klar, von dieser Wurzel wird alles gesteuert. Und wir sind leider in Adam gewurzelt. Ich lese uns noch zwei, drei Stellen dazu, dass es nochmal klarer wird. Und zwar, es ist einfach ein Grundsatz, der bestehen bleibt, solange wir leben. Jesaja 43, 27. Dein erster Vater hat gesündigt. Wisst ihr, aber wenn dann Leute sagen, ich tue doch nichts Unrechts. Das war mir immer wichtig, wenn man evangelisiert, den Menschen nicht zu sagen, nicht was du tust, bringt dich in die Hölle, sondern was du bist, nämlich ein Sünder. Du bist tot in Sünde und das bringt dich in die Hölle. Nicht, ob du jetzt ein bisschen besser bist, ein bisschen schlechter bist, ein bisschen mehr lügst oder weniger. Ich habe jetzt eine Statistik, ich kann es fast nicht glauben, da sagt jemand, ein durchschnittlicher Mensch, auch umgekehrt, lügt im Tag ca. 200 Mal. Ich konnte es fast nicht glauben. Gell? Also. Aber da ist halt eine Wurzel und diese Wurzel, wisst ihr, aus der Wurzel kommt ja der Saft. Aus der Wurzel werde ich gespeist. Da kommt ja auch die Kraft für den Baum, für alles. Das heißt, und wenn die Sünde meine Wurzel ist, dann bringe ich einfach, ob ich will oder nicht, und das ist das, was Paulus sagt, ich tue gar nicht, was ich will, ich bringe einfach die Sünde hervor. Das ist einfach Fakt. Römer 5, 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wisst ihr, warum ist ein Kind, das stirbt im Mutterleib oder stirbt, bevor es mündig ist, hat die Bibel extra ein Spezialwort dafür, das heißt Nepios. Warum ist ein Kind, wenn es noch nicht entscheidungsfähig, noch nicht mündig ist, warum ist ein Kind nicht verloren? Das ist nur aufgrund von dem, dass Gott immer den Menschen in seiner Verantwortung sieht. Und das hat wieder mit der Wurzel zu tun. Sobald die Wurzel da ist, sobald alles ausgereift ist, bin ich vor Gott verantwortlich. Ein Kind ist nicht. Das ist der Grund, warum ein Kind, das stirbt, bevor es entscheidungsfähig ist, weder in die Hölle kommt, noch in den Himmel. Die Bibel sagt klipp und klar, das Reich der Himmel ist ihr und zum Reich der Himmel gehört auch die neue Erde. Sie werden auf der neuen Erde sein. Sie sind weder im Himmel noch in der Hölle. Sie werden auf der neuen Erde sein. Und aus dem Grund ist auch die Entschlüsselung dieser Bibelstelle, müssen noch Bäume des Lebens zur Gesundung dieser Leute fließen. Beim Erlösten musst du nichts mehr gesunden. Da hat die Erlösung ihr Werk getan. Aber das ist die reine Gnade Gottes, dass er hier die Kinder verschont. Das ist, wie Gott konsequent ist in seinem Denken. Aber sobald jemand mündig ist, jetzt kommt das Problem, da seid ihr Frauen leider übler dran. Die sind nämlich viel früher mündig wie ein Mann. Ich habe es immer bei meinen Azubis gesehen, wenn ich nur drauf gegangen wäre, wie die gewesen wären, von der Art her, dann hätte ich nie einen Kerle oder einen jungen Mann eingestellt. Weil die Mädchen waren im gleichen Alter, denen sowas von überlegen, das hast du nicht ausgehalten. Ich muss dann immer auch einen Jungen nehmen, ich habe immer geguckt, könnte er passen, weil die war völlig anders. Man sagt in der Regel, 3 Jahre hinken sie hinterher. Mit 21 ist dann wieder gleich. Aber das Grundproblem ist, wenn man auch fragt, wann kann man sich bekehren? Das kann man nicht sagen, das ist bei jedem Menschen anders. Wenn die Stunde gekommen ist, dann weiß ich, dass ich mich bekehren muss. Als ich letztendlich erweckt wurde, und ich wurde erweckt durch einen Erweckungsprediger, der hat gepredigt, dass ich heute denke, dass er 3 bis 5 Kilo verloren hat bei seiner Verkündigung. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so radikal des Evangeliums gepredigt hat. Das war der Martin Hohmann von Jugend für Christus. Der hat so radikal das Evangelium gepredigt, da ging keiner aus diesem Missionsfeld raus, der nicht wusste, was Sache ist. Da sind die Leute teilweise vorgewankt, völlig entsetzt, wie er gepredigt hat. Aber wer jetzt sich entscheiden kann, schon im jugendlichen Alter, da gibt es keine Regel. Aber der, der sich entscheiden muss, der weiß es. Und das ist einmal wichtig. Und wenn wir jetzt Matthäus 13 gucken, da geht der Herr Jesus hin und erklärt uns die Thematik der Wurzel, was das für eine Rolle spielt. Und jetzt gibt es nicht nur die menschliche Wurzel. Wie gesagt,
in Adam, in meine Vorfahren, in meine Gene, in meinem Charakter. Wisst ihr, wenn ich 10 Vorfahren habe, die alle cholerisch waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich cholerisch bin, genauso. Wenn 10 meiner Vorfahren alle Sensibelchen waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Sensibelchen bin, auch da. Denn manchmal, ihr kennt das ja, im Schwäbischen fragt man, wenn jemand irgendwie gut oder auch extrem was Schlechtes hat, woher hat der das? Und dann guckt man immer bei den Eltern. Du musst weitergehen, du musst auch zu Opa, Oma gehen. Wo die Wurzel steckt, ist meistens nicht sofort erkennbar. Aber es gibt jetzt außer dieser menschlichen Wurzel, die einfach da ist, die können wir nicht leugnen, gibt es eine geistliche Wurzel. Das heißt, wie kam ich zum Glauben? Was passiert? Das ist Matthäus 13 und da sieht man, dass das Herz und je nachdem, wo das Herz des Menschen und das Herz in der Bibel ist der ganze innere Mensch, da ist die Frage, wo ist er gewurzelt? Ich lese uns mal Matthäus 13, Vers 6 und dann noch Vers 21. Da sagt die Bibel, dass gesät wurde und es hatte keine tiefe Erde. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Wisst ihr, das Problem, ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Man muss aufpassen, wenn man sagt, der hat sich bekehrt. Ich sage immer, warte ein halbes Jahr und dann siehst du, ob er sich bekehrt hat. Weil die Anzeichen einer Erweckung, das ist, wenn das Herz im Zustand ist, wo es sich bekehren kann, wenn der Heilige Geist am Herz wirkt, dann bin ich erweckt. Die Bibel zeigt das ganz klar, auch hier in der Wurzel, dann bin ich erweckt. Und in dem Moment, wenn ich erweckt bin, habe ich die gleichen Symptome wie ein frisch Bekehrter. Nur ein Erweckter, der nicht zur Wiedergeburt durchbricht, der ist wie hier in Vers 6, da ist die Wurzel nicht da. Dann ist nur eine Frage der Zeit, geht er weg. Ich habe es ja schon oft erzählt, gell, was die Leute hier dann gesagt haben, wenn sie wieder in die Welt zurückgingen. Ha, das hat für mich keinen Wert und überhaupt. Und, wisst ihr, du musst nur ein Weilchen warten. Unter vollmächtiger Verkündigung können Menschen ungeheuer erweckt werden und wollen Gott dienen. Aber dann kommt die entscheidende Frage. Wenn sie erkennen, dass das einen Preis hat, dann entscheidet sich in der Regel, sind sie in Christus gewurzelt, durchgebrochen zur Wiedergeburt, dann bezahlen sie den Preis. Sind sie nicht gewurzelt, dann bezahlen sie den Preis nicht. Und diese Leute sind nie zur Wiedergeburt durchgegangen, die versandet. Das ist genau der Vers 6. Vers 21, da sagt die Schrift, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Und da steht jetzt ein hochinteressantes Wort. Und zwar, da steht ein Wort, das kommt an und für sich von dem griechischen Wort Kairos. Das ist ein Zeitpunkt. Das heißt, der kann sein, der ist eine Zeit lang ganz, ganz fromm und sieht aus wie ein Gläubiger. Und da kommt der entscheidende Zeitpunkt, wo man wirklich entscheiden muss, ob man den Preis zahlt. Und dann kippt er weg. Wisst ihr, und das ist auch der Grund, warum man hier nicht vorschnell die Leute als gläubig bezeichnen soll. Man setzt die nur unter Druck und es gibt nichts Schreckliches. Das Schrecklichste, was ich kenne, ist, wenn jemand durch die Erweckung nicht zur Wiedergeburt gekommen ist und dann als Halblebiger, ich sage mal, schwäbisch sagt man halblebig, halbtoter, lebt, aber in Wirklichkeit gar nicht durchgebrochen ist, wenn man dann dem nur einredet, dass das Heil unverlierbar wäre, dass das Heil gar nicht verlieren kann, das er gar nicht hat, den kannst du fast nicht mehr erreichen. Ich habe so Fälle gesehen. Selber nicht bekehrt und sagt, ich bin gerettet und das Heil ist unverlierbar, mir kann nichts passieren. Katastrophe. Wisst ihr, von daher ist wichtig, dass wir den biblischen Befund auch von der Wurzelung uns ganz genau ansehen. Das möchte ich heute Morgen tun. Dass uns klar ist, dass die menschliche Wurzel, die kann ich nicht verändern. Ich kann die menschliche Wurzel nicht verändern. Wenn ich sehe, wenn man mich fragt, wem schlägst du nach? Ich kann bei meiner Vorfahren kann ich ziemlich deutlich, ich habe nur meinen Urgroßvater gekannt, kann ich dir ziemlich deutlich sagen, nach wem so meine Psyche gesteuert wurde. Das konnte ich nicht ändern, das ist halt so. Aber das Geistliche, das kann ich ändern.
Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Die geistliche Wurzel, die kann ich beeinflussen, die kann ich ändern, die menschliche nicht. Darum ist wichtig, dass wir die geistliche Wurzel uns ansehen. Und da hat auch im Alten Testament, wenn die Bibel eine Einheit ist, hat die Bibel klare Aussagen. Ich lese uns einmal 5. Mose 29 ab 19. Und zwar, 5. Mose ist mit eines der wichtigsten Bücher, weil es total das Problem des Menschen aufzeigt. Denn der Herr wird nicht gewillt sein, einem solchen zu vergeben, sondern dann wird der Herr seinen Zorn und seinen Eifer rauchen lassen über einen solchen Mann. Und zwar, da wird vorher erklärt, dass das jemand ist, der verstocktes Herz hat. Und er wird auf ihm der ganze Fluch ruhen, der in diesem Buch geschrieben steht. 5. Mose ist das Buch des Fluches. Und der Herr wird seinen Namen unter den Himmeln austilgen. Und der Herr wird ihn aus allen Stämmen Israels zum Unglück absondern, gemäß allen Flüchen des Bundes. Nochmals, 5. Mose ist das Buch des Fluches. Wenn du mal Ungläubigen zeigen willst, dass er unter dem Fluch ist, musst du den 5. Mose lesen, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben sind. Und dann werden das zukünftige Geschlecht eurer Kinder, das nach euch aufkommen wird, und die Fremden, die aus fernen Ländern kommen, fragen, wenn sie die Plagen dieses Landes und die Krankheiten sehen, die der Herr ihm auferlegt hat, und wie er dieses ganze Land mit Schwefel und Salz verbrannt hat, Sodom und Gomorra, und dass er nicht besät werden kann und nichts hervorbringt und kein Kraut darauf wächst, wir werden nachher sehen, was hervorkommt, dass etwas wächst, hat mit der Wurzel zu tun. Wenn etwas keine Frucht bringt, dann stimmt die Wurzel nicht. Gleich wie Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim umgekehrt worden sind, die der Herr in seinem Zorn und Grimm umgekehrt hat. Ja, alle diese Völker werden fragen, warum hat der Herr so an diesem Land gehandelt? Was bedeutet diese gewaltige Zornglut? Und dann wird man antworten, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihres Vaters verlassen haben, den er mit ihnen schloss, als er sie aus dem Land Ägypten führte, und weil sie hingegangen sind und anderen Göttern gedient und sie angebetet haben, Götter, die sie nicht kannten und die er ihnen nicht zugeteilt hat. Wisst ihr, da siehst du, wenn keine Wurzel da ist, dann bringst du das hervor. Also nochmal ganz klar. Die Wurzel steuert, was du für ein Ergebnis hast. Und da siehst du, Gott sieht es im Alten Testament radikal. Jesaja 5,20. Und das ist halt das Problem. Wir haben immer Ausrede, aber Gott zeigt es immer ohne Ausrede. Er sagt zum Beispiel in Jesaja 5,20, geht bis 25, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind, die sich selbst für verständig halten. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschendem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben, um seine Bestechungsgeschenks willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Darum, wie die Feuerzunge stoppelnd frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen, denn sie haben das Gesetz des Herrn, der Heerscharen, verworfen, das Wort des Heiligen Israels verachtet. Wieder der gleiche Gedanke. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wenn die Wurzel nicht stimmt, auch geistlich, und das Gericht Gottes über den Menschen kommt, dann wird nicht nur das, was er produziert, zerstört, sondern auch die Wurzel. Dann wird dieses falsche, billige, geistliche Leben zerstört. Und dann wunderst du dich, zu was Leute fähig sind, die sagen, dass sie gläubig sind. Jesaja 14, 29. Freue dich nicht, ganz Philisterland, dass der Stock zerbrochen ist, der dich schlug. Jetzt sieht man wieder die Wurzel. Denn aus der Wurzel der Schlange, das ist diese Wurzel Adams, dieses Teuflische, wird eine Natter hervorkommen und deren Frucht wird ein fliegender, feuriger Drache sein. Das heißt, wenn die Wurzel teuflisch ist, dann steigert sich das. Das heißt, das fängt an, hervorzubrechen. Hosea 9,15. Wisst ihr, wenn man sich fragt, wenn man neue Bibel liest, warum ist das Alte Testament so groß, warum ist das zwei Drittel und das Neue bloß ein Drittel, ist ganz einfach. Im Alten Testament zeigt Gott die Grundsätze. Wenn du das Alte Testament liest,
dann ist das nicht die Erweisung für die Gläubiger, was sie tun sollen. Das steht in den Lehrbriefen. Sondern dort im Alten Testament hast du die Grundsätze, auch die Heiligkeit Gottes. Und darum werden diese Dinge auch dort genannt. Hosea 9,15, da sagt die Bibel, alle ihre Bosheit stammt von Gilgal. Entschuldigung. Wisst ihr, was Gilgal ist? In der Schattenbildlichkeit der Bibel? Golgatha. Wisst ihr, was heißt? Dort, wo man Golgatha falsch behandelt oder falsch sieht, dort ist die Bosheit. Also falsches Evangelium, falsche Religion. Sodass ich sie dort bei Golgatha, bei Gilgal zu hassen begann, wegen ihrer schlimmen Handlungen, mit denen ich sie aus meinem Hause vertreiben will. Ich kann sie nicht mehr lieben, alle ihre Fürsten sind Abtrünnige. Ephraim ist geschlagen, ihre Wurzel ist verdorrt, sie bringen keine Frucht. Das ist ganz einfach. Ist die Wurzel sauber, bringst du Frucht. Ist die Wurzel nicht sauber, bringst du keine Frucht. Wisst ihr, da braucht man gar nicht überlegen. Darum sage ich immer, warte nur eine Zeit, auch bei Gläubigen, warte nur eine Zeit, wo ein Gläubiger steht, das siehst du nach einer bestimmten Zeitspanne. Du brauchst dich da gar nicht verrückt machen. Das ist nur eine Frage der Zeit, da kommt es raus. Wir haben einen Hautarzt gehabt, der war ein, wie soll ich sagen, lustig ist jetzt der falsche Ausdruck, vielleicht ein bisschen sarkastisch. Ich habe mal gefragt, warum habe ich den Ausschlag? Hat er zu mir gesagt, was drin ist, kommt raus. Dann hatte ich meine Antwort, geil. Aber das ist ein biblischer Satz. Was drin ist, kommt raus. Ist die Wurzel faul, ist die Frucht faul. Amos 2,9. Doch habe ich den Amoriter vor ihnen her ausgerottet, der hoch war wie die Zeder und so stark wie die Eichen. Ich habe oben seine Frucht und unten seine Wurzeln vertilgt. Habt ihr jetzt gesehen, nur bei den paar Bibelstellen, wie Wurzel und Frucht einen ursächlichen Zusammenhang hat. Und wie Gott, wenn die Wurzel nicht stimmt, beides vertilgt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist auch nicht falsch, einem Menschen eventuell die Frage zu stellen, wo ist die Wurzel deines Denkens, deines Seins, deines Lebens? Wahrscheinlich gibt er dir keine Antwort, weil er nie nachgedacht hat. Aber es ist ganz wichtig, dass man seine eigene Wurzel auch geistlich kennt. Malachi 3,19. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Habt ihr gesehen? Wurzel und Zweig, immer das Gleiche. Wurzel und was hervorkommt. Wisst ihr, meine Wurzel geistlich, die ist ganz einfach. Ich bin dann auf humanistische Gläubige gestoßen. Die haben gesagt, man darf den Menschen nicht Hölle predigen und nicht Verdammnis predigen, weil sonst kriegen sie Angst. Und Angstbekehrung hätte keinen Wert. Aber dann ist meine Bekehrung nichts wert. Ich hatte eine mörderische Angst vor der Hölle. Könnt ihr euch vorstellen, frisch verheiratet, gleich im Ehebett, ich sehe mich heute noch, wir hatten so eine Funzel, sagt man dazu, also eine Schlafzimmerlampe mit Stoff und so. Und da habe ich immer im Bett gelegen, wir hatten meistens schon geschlafen, da habe ich im Bett gelegen, so, und habe die Funzel geguckt und in meinem Bewusstsein war ein ungeheures Bewusstsein. Ich habe gewusst, wenn ich heute Nacht sterbe, bin ich in der Hölle. 4 Jahre. Ich war 4 Jahre erweckt. Ich habe 4 Jahre gewusst, wenn ich sterbe, fahre ich in die Hölle. Da muss man ja gut dankbar sein, wenn du wirklich völlige Sündererkenntnis hast und dir der Verdammnis bewusst bist, dann weißt du, dass du dich bekehren musst. Ich wusste, ich muss mich bekehren. Dann haben wir mich noch zum Seelsorgehelfer einer Evangelisation mit diesem Evangelist, mit diesem Martin Hohmann, Missionszelt gemacht. Die Leute haben nicht begriffen, dass ich gar nicht bekehrt war. Ich war erweckt, ich war frömmelig, fromm, aber nicht bekehrt. Und ich habe dann immer gebetet, weil ich hatte ja schon Gottesfurcht, habe ich gebetet, Herr, mach, dass keiner zu mir kommt. Zu mir kam nie einer, es war wirklich wunderbar. Und dann kam, ich glaube, es war der zweite oder drittletzte Tag der Evangelisation. Und dann hat das Wort Gottes eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe wieder eine Nacht gehabt, in völliger Bewusstsein der Verdammnis. Und dann habe ich am Morgen das Geschäft, ich konnte nicht arbeiten. Dann bin ich in der Waschraum der Bank, ich habe sogar fotografiert. Später bin ich mal rein, wo das schon nicht mehr eine Bank war, und habe zu den Leuten gesagt, ich möchte mal in ihren Waschraum. Die und denkt, ich spinne wahrscheinlich.
Ich möchte da ein Foto machen. Ich wollte nämlich die Wand fotografieren, wo ich mich bekehrt habe. Die habe ich dann fotografiert. Dann habe ich mich in völliger Verzweiflung an die Wand gehängt und habe geschrien zum Herr Jesus, rette mich! Ich wusste, ich bin verloren. Mir musste niemand mehr sagen, dass ich ein Sünder bin. Und in der Sekunde war ich doch zur Wiedergeburt. Ich kam raus und habe sofort Zeugnis geben können. Und in dem Moment ist wirklich die Wurzel da gewesen, die geistliche. Dann habe ich angefangen, mein Leben aufzuräumen. Meine Kollegen, die haben gedacht, der spinnt. Weil bei der Bank ist auch so, wenn es das Geld geht, wie immer, dann hört der Spaß auf. Gell? Ich habe dann immer Gelder genommen, die ich nicht hätte kriegen können. Essensmarke und so. Ich habe daheim gegessen und kriegst keine Essensmarke. Da bin ich zuerst mal hin und habe meinem Kassier gesagt, ich werde ab sofort keine Essensmarke mehr nehmen. Dann hat er gesagt, du spinnst. Dann hat er gesagt, nee, ich kann nicht. Ich bin jetzt bekehrt, das ist Sünde. Ich kann keine, ich hab, weiß nicht, wie ich es gesagt habe, aber auf jeden Fall, ich habe ihm klar gemacht, ich nehme keine. Dann hat er gesagt, du, das ist gar nicht schlimm. Dann nehme ich einfach deine auch, hat er gesagt. Du siehst, der Sünder ist ein Sünder. Aber wenn die Wurzel stimmt, als die Wurzel bei mir da war, da konnte ich bestimmte Sünde nicht mehr begehren. Ich konnte manche Sünde nicht mehr begehren. Das geht nicht mehr. Wenn die Wurzel da ist, dann kommt die Frucht des Geistes langsam hervor. Natürlich am Anfang wie bei einem Baby. Du bist ja noch nicht erwachsen. Es kommt langsam. Aber es ist da und es wächst. Und dann hast du etwas Wunderbares. Dann hast du plötzlich hast du Reaktionen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du zu dem fähig warst. Und das Ding ist ganz einfach, bei einem Mensch, der nur erweckt ist, wo die Wurzel nicht da ist, wie Matthäus 13, 6 zeigt, bei dem ist was ganz Einfaches. Bei dem verändert sich so gut wie nichts. Der hat eine äußere Frömmigkeit, aber es verändert sich nichts in der Wurzel, also im Grundwesen. Und jetzt kommt wieder Hiob 18, 16. Ich hoffe, es fällt euch auf, wie oft dieser Zusammenhang kommt. Von unten werden seine Wurzeln verdorren und von oben seine Zweige verwelken. Immer das Gleiche. Wenn oben die Frucht nicht stimmt, ist immer die Wurzel. Und immer beides geht zusammen kaputt. Da kann man sagen, Entschuldigung, das ist ja fast schon Evangelium, wo es funktionieren muss. Ja, es muss funktionieren. Wenn jemand gar keine Frucht bringt, behaupte ich ganz eiskalt, er ist nicht bekehrt. Er muss nicht alle Frucht sofort bringen. Zum Beispiel, ich bin mit der Beate, wo ich sie kennengelernt habe, sie war bekehrt, ich nicht. Dann habe ich sie noch ein Stück verführt, ich bin mit ihr noch in die Disco und so gegangen. Und dann habe ich mich bekehrt. Und ich hatte niemanden, der mich anleitet. Ich hatte keine Ahnung. Ich war Mitarbeiter im evangelischen Jugendkreis. Gell? Ich hatte keine Ahnung von nichts. Und dann ist was Interessantes passiert. Ich gehe mit ihr dann wieder in die Diskothek. Ich habe mir nicht einmal viel gedacht. Und ich gehe in die Diskothek rein, stehe mit in der Diskothek. Ich bin noch nicht einmal gesessen. In dem Moment kam eine Offenbarung von Gott über mich, wie ich sie ganz selten erlebt habe. Ich hatte plötzlich den Eindruck, ich bin in einer Leichenhalle. Hier sind alle tot. Das konntest du so greifen. Ich habe die Beate an der Hand gepackt, habe gesagt, raus. Bin sofort mit ihr, das war eine Treppe, eine Steile, wo es hochging, habe sie an der Hand gepackt, bin mit ihr die Treppe hoch und habe nie mehr eine Diskothek betreten. Warum hat das funktioniert? Weil die Wurzel da war. Wäre die Wurzel nicht da gewesen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, man darf nicht gesetzlich sein und ein bisschen kann man ja, versteht ihr? Sondern in dem Moment, wie die Wurzel da war, das ist in der Zeit der ersten Liebe, ist das normal. Gut, ich habe auch übertrieben, habe dann Dinge in Ordnung gebracht, die ich gar nicht in Ordnung bringen musste, gell, aber das ist besser ein bisschen zu stark. Ich habe dann auch Bücher weggeworfen, wo ich hinterher wieder gekauft habe. Ich habe aus dem Lexikon habe ich den fünfzackigen Stern rausgeschnitten, das würde ich heute auch nicht mehr machen. Gell, also, aber das ist die Wurzel. Die Wurzel bewirkt etwas. Wenn die Wurzel nicht da ist, dann bewirkt einfach nichts. Gar nichts. Und das ist das Problem. Unter dem kann ich mich auch prüfen, wo ich stehe. Und der Herr Jesus in Markus 11, 20, er hat ja den Feigenbaum verflucht. Feigenbaum Israel. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Der Fluch Gottes setzt in der Wurzel an. Versteht ihr? Es trifft einen Mensch in der Wurzel. Und du kannst heucheln und du kannst etwas dir und Gott vormachen, aber nur eine Zeit. Es ist nur die Frage der Zeit. Dann wird die Wurzel in dir, auch die fromme Wurzel, die falsche, wird kaputt gehen und dann zeigt sich, was wirklich ist. Und dann hast du wirklich Realität, wenn das geschieht.
In Jeremia 12,12 wird etwas beschrieben, ich nenne es einmal so, ich möchte es nicht lesen, ein Apfelbaum kann keine Birnen hervorbringen. Ein nicht in Christus gewurzelter kann keine Früchte des Geistes hervorbringen. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Er kann Frömmigkeit hervorbringen, aber keine Frucht des Geistes. Wisst ihr, und ich hatte einen Mann, der war Berufsoffizier bei der Bundeswehr. Er hat seine Frau betrogen mit meiner Kollegin. War ein Mann, er war mein Azubi. Du durftest früher im öffentlichen Dienst, wenn du Berufssoldat warst, wenn du dann die 12 Jahre, glaube ich, warst oder weiß nicht wie viel, wenn du die rumhattest, durftest du eine Lehre im öffentlichen Dienst machen, das war dir garantiert. Und dann haben wir den Mann gekriegt, einen Berufsoffizier. Es war ein Mann wie ein Baum. Da kam mal zu mir, ich war sein Ausbilder, und sagt zu mir, wenn ich da oben Ader bekomme, wirklich blaue Ader, sagt er, dann alle müsst ihr weggehen, dann schlage ich einen tot. Es war kein Spaß. Und er war so. Und dann passiert das Ungeheure, mein Kollege bekehrt sich. Ich war vollkommen gespannt, was jetzt passiert. Der ist hingegangen, hat jedem erzählt, dass er sich bekehrt hat. Das Erste, was er getan hat, meine Kollegin, hat er den Koffer gepackt, hat ihn vor die Haustür gestellt, ist zu seiner Frau zurückgegangen. Mutter, was? Wurzel, Frucht. Er ist zu seiner Frau zurückgegangen, hat Buße getan, hat sich bei ihr entschuldigt, aber dann ist er weitergegangen. Dann hat er zuerst schon mal die Schublade aufgemacht, hat zum Beispiel den Rosenkranz genommen, hat gesagt, das Ding kommt weg, kein Götzendienst mehr. Also er ging radikal vor, er hat das Evangelium begriffen. Und dann kam meine Kollegin, die ein Luder war. Eigentlich tut es mir leid, die ist dann versandet, hat der falsche Mann geheiratet und alles, also Katastrophe. Und diese Frau hat diesen Mann in der Bank provoziert, sowas habe ich noch nie gesehen. Die war stinkesauer, darf ich mal so sagen, weil er sie rausgeschmissen hat. Die hat den provoziert, ich habe sowas noch nie gesehen. Und ich habe ja gewusst, wie er ist, ich schlage ihn tot. Ich dachte, jetzt passiert's. Und dann hast du gesehen, dass die Wurzel stimmt. Er hat es geschluckt. Der hat nicht einmal gezuckt. Die konnte den alles an den Kopf werfen, er hat nicht geschluckt. Das ist mir klar geworden. Wenn so ein Mann, so ein Vulkan, so ein brutaler Mann plötzlich wie ein Lämmlein wird, dann stimmt die Wurzel. Und das hat er nicht zweimal durch Beherrschung gemacht, sonst war immer da. Wisst ihr, das ist mir klar geworden. Das ist die Wurzel. Und wenn die Wurzel nicht sauber ist oder verdorrt ist, dann passiert es halt, dass alles kaputt geht. Das ist nur eine Frage der Zeit. Man muss nur warten können. Matthäus 3,10. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, der nicht sauber ist, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Wisst ihr, immer der gleiche Zusammenhang. Entweder die Wurzel ist in Christus da, oder ich werde trotz meiner Frömmigkeit ins Gericht gehen. Wissen Sie, das ist der Grund, warum ich auf Frömmigkeit gar nichts gebe. Ich habe die frömmsten Leute kennengelernt. Es hat alles keinen Wert gehabt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir hatten ja Matthäus 13 gelesen, 21, hat keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Das Gefährliche bei der Wurzel ist, dass die nicht immer gleich reagiert. Die kann immer ganz schön fromm sein und dann explodiert es wieder. Wisst ihr, und wenn die Wurzel da ist, dann hast du einen Grundtenor. Und wenn dann tatsächlich einmal das Fleisch durchbricht, dann ist derjenige in der Regel bereit, sich zu entschuldigen. Wisst ihr, dann tut er Buße, wie mein Kollege bei seiner Freundin, und die stand zu der Frau zurück. Matthäus 11,15, hier haben wir auch das, Entschuldigung, Römer 11,15, hier haben wir dann auch wiederum den Zusammenhang, weil Gott nimmt immer als Musterbeispiel Israel. Und zwar, die Bibel sagt hier, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, also wenn Israel verworfen wird, wenn denn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hat, was wird ihre Annahme anders sein und als Folge haben, als Leben aus den Toten. Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, Wiedergeburt, beziehungsweise das ist der Herr mit seinem Leben in uns, so ist auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Wenn zu mir jemand fragt, was bist du, und ich würde jetzt provozierend zu dem sagen, ich bin ein Heiliger, hätte ich recht. Ich bin ein Heiliger, wisst ihr warum?
weil die Wurzel heilig ist. Und der Teig, zu dem ich gehöre, der Leib Christi, ist auch heilig. Jetzt bin ich heilig. Jetzt kommt aber das Problem. Diese ganze Erlösung ist bis zur Wiederkunft Jesu bei uns im Geist, sagt die Bibel. Nicht in der Seele. Wandle ich im Geist, kommt die Heiligkeit voll zum Tragen. Dann ist das alles da. Wandle ich im Fleisch, dann bin ich als Gläubiger in der Lage, genauso zu handeln wie ein Ungläubiger. Bloß, wer eine Wurzel hat in Christus, der kann es nicht dauernd tun. Das ist der Schlüssel, dauernd. Dauernd ist immer das Zeichen von Unechtheit. Punktuell ist ein Zeichen von Schwäche. Also auch ein Wiedergeborener kann von Zeit zu Zeit seine Schwäche haben, aber nur wenn es dauernd da ist, dann wird es kritisch. 2. Könige 19,30. Nochmal die Musterbeispiele des Alten Testamentes. Einfach die Grundsätze. Ich denke, die sind ganz wichtig. Was vom Haus Juda, Juda ist in der Symbolik der Bibel immer ein Bild für die Gemeinde Jesu. Israel ist immer ein Bild für die Unechte. Was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, der Überrest, auch jetzt in der Endzeit, der Überrest der Gläubigen, wird nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Er sagt also ganz klar, der Überrest der Endzeit wird Wurzeln haben in Christus und er wird Frucht hervorbringen. Das ist jetzt ein Riesenproblem. Hatte mal ein Ausleger geschrieben, das hat mir sehr imponiert. Er sagte, zum Beispiel in Philippi wurde die Leute von der Gemeinde geprägt. Genauso in Rom beim Römerbrief. Er sagt, in Korinth wurde die Gläubiger von der Umgebung geprägt. Und darum ist der Korintherbrief das Musterbeispiel für Endzeit. Korinther waren die verkommenste Gemeinde im ganzen Neuen Testament. Aber was wunderbar ist, wie der Herr Jesus sie seelsorgerlich dann im 2. Korintherbrief behandelt. Aber eins ist klar, die Endzeit ist schrecklich, aber wenn jemand gewurzelt ist, dann wird die Endzeit ihn nicht prägen. Wisst ihr, wenn alle sagen Gender, MWD, dann kann ich als Gläubiger, wenn ich jetzt Anzeige aufgeben müsste, könnte ich nur schreiben MW, weil D gibt es laut Bibel nicht. Der Bibeltext sagt klipp und klar, es gibt nur Mann und Frau, es gibt keine Diverse. Wie verrottet, wie dumm und wie vom Teufel verblendet muss ein ganzes Volk sein, da man sich so ein Dreck einreden lässt. Da siehst du, wie weit wir abgefallen sind, auch als Volk. Wenn man sich so einen Unsinn einreden lässt. Aber die Gemeinde wird von der Endzeit nicht geprägt. Sie hat die richtige Wurzel und aus dem Grund wird sie immer isolierter, immer mehr abgesondert, immer mehr eventuell sogar gezwungen werden, in den Untergrund zu gehen. Das ist die wahre Gemeinde Jesu. Weil die werdet in dem Offiziellen, werdet sie jeden Dreck werdet sie installieren. Wisst ihr, meine alten pietistischen Brüder, die haben mir immer gesagt, wenn das und das und das passiert, trete ich aus der Kirche aus. Ich habe schon oft mehrmals gedacht, was wäre, wenn die heute sehen würden, was heute passiert, würde die Ohnmacht fallen. Die würden in Ohnmacht fallen. Und da siehst du, das schreitet immer weiter fort. Und die Gemeinde ist jetzt immer eine Gemeinschaft von Leuten, wo die Wurzel stimmt. Und die werden vom Äußeren nicht geprägt, sondern nur vom Inneren. Aus dem Grund wird je weiter die Endzeit fortschreiben, die Gemeinde immer mehr isoliert, immer mehr zum Außenseiter. Und wenn du wirklich Gott dienen willst, musst du bereit sein, aufgrund deiner Wurzel, dass du ein Außenseiter bist. Du wirst nie den Beifall der Leute kriegen. Das geht nicht. Jesaja 27,6, nochmal Altes Testament. In künftigen Zeiten wird Jakob Wurzeln schlagen. Jakob ist der Ursprung Israels. Israel selber ist der abgefallene Teil, Juda, der gläubige Teil. In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzeln schlagen. Israel wird blühen und grünen und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten erfüllen. Wenn Israel bei der Wiederkunft Jesus sich bekehrt, dann werden sie den ganzen Erdkreis erfüllen, dann bricht das tausendjährige Reich und dann hast du das Volk Gottes. Der Überrest wird nur ein Drittel sein, sagt die Bibel, zwei Drittel tötet Gott. Dann hast du den Überrest, der letztendlich Gott dient, weil dann nämlich die Wurzel stimmt. Sprüche 12,3. Es sind immer die gleichen Prinzipien und wenn wir die uns einhämmern, dann können wir keinen Fehler machen auch in unserem Leben. Kein Mensch kann bestehen durch Gottlosigkeit.
Da steht ein Wort, das ist ganz seltsam. Und zwar Raschaim heißt es. Das Wort ist im Endeffekt eher in Richtung gottlos, aber im Sinne von gesetzlos. Man kann es beides übersetzen, gesetzlos oder gottlos zu deuten. Jetzt sagt die Bibel, kein Mensch wird bestehen, wenn diese falsche Wurzel, diese Natur Adams bei ihm beherrschend ist. Die Wurzel der Gerechten aber wird nicht wanken. Die Bibel gibt eine ganz klare Verheißung. Wenn die Wurzel stimmt, wirst du nicht untergehen. Solange du bereit bist, auf dieser Wurzel zu stehen, du wirst nicht untergehen. Das ist das Herrliche. Sobald ich mich halt dem Fleisch zuwende, kommt die Sünde, kommt der Dreck. Matthäus 7, 19. Wisst ihr, da kommen die Gläubigen, es gibt ja Kreise, die sagen, wir sind keine Sünder mehr. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung noch, 1. Johannes 1, 8, bist ein Lügner, wenn du das sagst. Gell? Und hat ja jemand gesagt, also ich habe meinen alten Adam schon 4 Jahre nicht mehr gesehen. Und haben die Brüder so gelächelt auf einer Konferenz, haben sie getuschelt und haben gesagt, aber wir haben ihn gesehen. Du hast ihn nicht gesehen, aber wir haben ihn gesehen. Und das ist halt so. Du kannst dich manchmal selber nicht beurteilen. Zu mir sagte mal ein Bruder bei einer Gebirgswanderung, und das war so toll, ich bin mit denen immer, habe ich Gebirgswanderungen gemacht, habe ich eine Bibelfreizeit gemacht. Es war ein gigantischer Jugendkreis. Und der Leiter war schon ein bisschen ein extremer Kerl. War schon älter, war glaube ich schon 19 oder so. Dann sagt er zu mir beim Wandern, ach, du erinnerst mich immer an den Hudson-Taylor. Dann ist die Brust schon geschwollen. Dann kam der nächste Satz, dann ist die Brust wieder abgeschwollen. Und dann sagt er nämlich, der hat genauso wie du einen Hang zum Übertreiben gehabt. Wisst ihr, manchmal ist es gut, wenn dir ein anderer was sagt, das ist gut. Weil selbst wenn die Wurzel stimmt, hast du immer noch deine fleischliche Natur. Und darum dürfen wir nie sagen, wir sind keine Sünder mehr, uns passiert nichts. Entschuldigung. Also ich brauche jeden Tag die Reinigung durch Jesu Blut. Wisst ihr, irgendwas ist immer, gell? Ich lebe nicht in Sünde, dass er mich richtig versteht. Aber immer wieder passiert was. Gell? Matthäus 7, 24, ganz wichtig. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Das ist die Wurzel. Er sagte, als nun der Platzregen fiel, die Wasserströme kamen, die Winde stobten und dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. In Christus im Felsen bist du so, dass du nicht sündiger musst. Du kannst dich wehren gegen die Sünde. Du kannst dich wehren gegen die Endzeit. Du kannst dich gegen alles wehren. Wenn der Herr sieht, dass du zum Beispiel für Verfolgung keine Kraft hast, dann lässt er dich sterben. Fakt. Du wirst nie über dein Vermögen versucht werden, steht im 1. Korinther 10, 13. Aber das funktioniert halt nur, wenn die Wurzel da ist. Jetzt erklärt die Bibel, wie das geht. 1. Korinther 3, 11. Wisst ihr, im Preisgericht Christi werden nur Leute sein, die gewurzelt sind, nur Wiedergeborene. Die Nicht-Wiedergeborenen, die kommen nicht zum Preisgericht Christi, die kommen zum großen weißen Thron, wo ihnen Gott nachweist, dass sie zu Recht verdammt sind. Aber die wahren Gläubigen, die wiedergeboren sind, bei denen ist 1. Korinther 3, 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Er ist der Grund, dort bin ich verwurzelt. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, durch so wie durchs Feuer hindurch. Das Preisgericht Jesu Christi. Wisst ihr, ich habe mir das so einfach gemerkt. Wenn du jetzt einmal die Bibel ganz ernst nimmst, dann siehst du, Gold ist in der gesamten Thematik der Bibel das Wesen Gottes. Drum war die Stiftshütte mit Gold überzogen. Der Herr Jesus, der Sühnedeckel, die Bibel sagt ja, Römer 3, 25, der Herr Jesus ist der Sühnedeckel, Hilasterion, alttestamentlich Kaporet, der war ganz aus Gold. Gold ist immer das Wesen Gottes. Silber, Psalm 12, 7, ist immer das Wort Gottes. Kostbare Steine, das ist das, was der hohe Priester an der Brust hatte. Also alles, was mit meiner Wiedergeburt zu tun hat, was mit dem Wort Gottes zu tun hat und meiner Haltung dem Herr Jesus gegenüber, das wird bleiben, wenn das gut ist. Das kann am Feuer nichts anhaben. Gold wird zum Beispiel durch Feuer geläutert. Ist wunderbar. Holz, Heu, Stroh ist das Menschliche. Holz ist das Natürliche. Heu, Stroh, fruchtlos. Alles, was ich aber hier letztendlich dann im Fleisch mache, wird einfach verbrennen. Und dann bleibt am Schluss
das ist hochinteressant, etwas übrig. Im Preisgericht wird etwas übrig bleiben. Da gibt es aber Leute, die in Christus gewurzelt sind, aber fleischlich gelebt haben, die geht wegen dem nicht verloren. Wer beim Preisgericht ist, geht nicht mehr verloren, aber es verbrennt alles. Die haben Herr Jesus nichts mehr zu bringen. Da gibt es andere Gläubige, die haben wirklich Gold, Silber, kostbare Steine gehabt. Die haben ihre Wiedergeburt ausgelebt. Die haben das Wort Gottes ernst genommen. Die lagen an der Brust Jesu. Bei denen passiert was völlig anderes. Sie werden Krone bekommen. Und was wunderbar ist, am Schluss legen sie alle Krone zu Füßen Jesu. Also im Preisgericht wird entscheiden, wie mein Leben war, es wird beurteilt, aber das ist nur bei Gewurzelten. Und es ist doch auch schade, wenn ich dann vor meinem Jesus stehe und ich kann ihm nichts zu Füßen legen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht schön ist. Dann hinterher, wenn das alles geregelt ist von Gott, dann ist es egal, dann sind wir alle eins in Christus in der Ewigkeit. Das ist herrlich. Aber das Preisgericht dürft ihr nicht unterschätzen. Also ich habe Respekt vor dem Preisgericht. Da kommt alles raus. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, was du ein anderes Ohr geflüstert hast, wird auf den Dächern verkündigt werden. Willst du das? Ich will das nicht. Darum will ich, dass alles gereinigt ist durch Jesu Blut. Aber dieses ganze Preisgericht betrifft nur Leute, die gewurzelt sind. Leute, die nicht gewurzelt sind, die kommen gar nicht dorthin, die kommen gleich zum großen weißen Thron. Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist die Wiedergeburt. In der Sekunde der Wiedergeburt wäre ich in Christus hineingewurzelt. Jetzt habe ich Wurzeln, die ein anderer nicht hat. Mir hat mal, glaube ich, ein Kollege gefragt, ja, du bist jetzt plötzlich fromm geworden. Einer sagt zu mir, du warst in der Welt der Schlimmste, jetzt bist du bei den Frommen der Schlimmste. Da kann was dran sein. Aber interessant war, er hat mich dann gefragt, bist du besser wie ich? Muss ich ehrlich sagen, nee, ich bin nicht besser wie du. Es kann sogar sein, ich bin schlechter. Aber der Unterschied, ich habe was, was du nicht hast, nämlich die Erlösung. Wisst ihr, und die Erlösung ist die Wurzel. Wisst ihr, ich hatte vor 14 Jahren, hat man mir Nierensteine rausgemacht, innerhalb von 8 Tagen 3-mal operiert. Bei der 2. Operation war ich so wackelig, dass ich gedacht habe, ich sterbe. Ich muss jetzt wieder ins Krankenhaus, Blasenstein, wieder, also wieder Operation. Immer wenn du in die Narkose gehst, du weißt noch nicht, was ist. Dann liegst du im Bett, so war es bei mir dort in Pforzheim. Dann liegst du im Bett, dann überlegst du dir, was ist, wenn ich nicht aufwache? Warum soll der Herr Jesus mich annehmen? Und in dem Moment, wie das klar ist, ich bin in Christus gewurzelt, weil ich wiedergeboren bin. Ich bin gereinigt durch Jesu Blut. Ich habe mir das nicht verdient. Ich habe es als Gnadengeschenk erhalten. Ich habe es angenommen und bei mir ist die Wurzelung geschehen. Dann kannst du völlig ruhig die Augen zumachen. Du wirst wunderbar schlafen, bis das Ganze losgeht. Und dann kann der Wille Gottes sein, wie er will. Du bist völlig ruhig. Und wenn du je sterben würdest, würdest du die Augen aufschlagen. Und dann kommt dieser Liedvers, der wird dann gelten. Der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Aber das geht nur, wenn man gewurzelt ist. 1. Korinther 12, 13. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Mit der Wurzelung werde ich in den Leib Christi hineingetauft. Ich gehöre zu diesem bildlich gesprochen Teig. Ich gehöre zur Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu hat nur eine Wurzel, der Herr Jesus. Wisst ihr, und aus dem Grund ist es auch biblisch an und für sich so, der Leib Christi besteht nicht aus einer Gemeinde. Wisst ihr, als die exklusiven Brüder damals sagten, der Tisch des Herrn ist nur bei uns, das ist Unsinn. Jeder Wiedergeborene, egal in welcher Gruppe er ist, manche Gruppe musst du verlassen, weil sonst würdest du ihrer Sünde teilhaftig werden. Laut, wenn es Hure Babylon ist, laut Offenbarung 18,4, musst du dich trennen. Aber trotzdem, jeder Gläubige, egal wo er hingeht, wenn er wiedergeboren ist, wenn er gewurzelt ist, gehört er zu diesem Teig, gehört er zum Leib Christi. Das muss uns klar sein. 1. Korinther 1,30. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus. In Christus heißt gewurzelt, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigung, zur Heiligung und zur Erlösung. Alles, was ich geistlich hervorbringe, kommt von ihm. Wisst ihr, das muss klar sein. Ich selber kann keine Früchte bringen. Meine Früchte kommen, ihr habt vorher den Zusammenhang gesehen, immer aus der Wurzel. Die Wurzel ist der Herr Jesus. So wie ich zu meinem Jesus stehe, werde ich Früchte bringen. Wenn du sehr willst, wisst ihr, ich habe Leute, die sagen, ich habe mich vor 30 Jahren bekehrt, da habe ich die Hand gehoben bei der Evangelisation, so ist nichts. Ich muss sagen, Entschuldigung,
in Christus gewurzelt, bringt Frucht. Da muss irgendwas da sein. 1. Timotheus 6,10. Das Neue Testament greift es dann eher punktuell auf. Und da sagt die Bibel, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Wisst ihr, ich habe 46 Jahre auf einer Bank gearbeitet. Also wenn ich von nichts was verstehe, dann verstehe ich, ich selber kann mit dem Geld auch eigentlich nicht so gut umgehen. Wenn man mich gefragt hat, wie hast du es angelegt, dann habe ich gesagt, war schon schlechter wie meine Kunde. Weil das war für mich eine Nebensache. Aber was ich gesehen habe, was Geldgier bewirkt. Ich hatte einen Kunde, Unternehmer, der stand vor mir. Der hat gezittert wie ein Rauschgiftsüchtiger. Geben Sie mir einen Tipp, geben Sie mir einen Aktientipp. Wie ein Rauschgiftsüchtiger. Ich war mal dabei, wie ein Mann, der 6 Millionen angelegt hat, wie von diesen 6 Millionen in 10 Minuten 4 Millionen der Kamin hochging. Weißt du, wisst, was Put und Call sind? Das sind radikale Optionen, wo du dann blitzschnell das Geld verlierst. Das Geld ging den Bach runter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mir dann überlegt, was empfindet der? Der nicht einmal zuckt. Aber weil er geldgierig war, hat er weitergemacht. Wisst ihr, die Bibel sagt, die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Zeigt mir, wie eine Gemeinde mit dem Geld umgeht und ich sage dir, wie die Gemeinde steht. Wenn ihr sehr wollt, wie wir mit dem Geld umgehen, dann werdet ihr sehen, dass hinter kein Opferkasten ist. Ich bin immer nur der Meinung, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er auch. Versteht ihr? Wenn er nicht zahlt, muss ich prüfen, ob ich einen Auftrag habe. Versteht ihr? Aber ich darf nie menschlich denken, sondern immer geistlich. Hebräer 12, 15. Ganz wichtig, wie das Neue Testament dann diese Grundsätze aufarbeitet. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Jetzt kommen wir zu dem Thema, dass ich im Geist in Christus gewurzelt bin. Das ist Wiedergeburt. Das ist ein Gotteskind. Aber jetzt sagt die Bibel, du kannst aber trotzdem aus einer anderen Ecke eine bittere Wurzel hervorbringen, das ist aus der Seele. Du kannst seelisch, wenn du nicht geistlich handelst, sondern menschlich, kannst du seelisch eine bittere Wurzel hervorbringen. Das ist dann, wenn Gläubige sich hassen. Ich finde das schrecklich. Oder wenn du die bittere Wurzel nicht überwinden kannst. Wir müssen in der Lage sein, jede bittere Wurzel durch Jesu Blut reinigen zu lassen und durch das, dass ich mit Christus wirklich gekreuzigt bin, wegzuwerfen. Aber nochmal, da haben wir uns richtig versteht. Die Wurzel in Christus ist im Geist durch die Wiedergeburt. Aber in meiner Seele kann ich auch Wurzeln haben. Ich hatte zum Beispiel eine alte Frau, Italienerin, sie hat mir immer leid getan. Die war erweckt, ich habe ihr immer Schriften gegeben vom Evangelium. Die konnte sich nicht bekehren wegen einer einzigen Sache, wo sie jemand nicht vergeben konnte. Das ist ja schrecklich. Die hat sich nicht bekehrt wegen einer Sache, wo sie nicht vergeben konnte. Und beim Gläubigen kann es sein, er macht sein Leben kaputt, weil er in der Seele eine Wurzel hat, wo bitter ist, wo er nicht drüber wegkommt. Offenbarung 5,5. Wir haben hier nochmal Grundsätze. Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Er ist die echte Wurzel. Er ist die Wurzel Davids. David ist ein Bild für den Erlöser. Er sagt, aus Davids Samen wird der Erlöser kommen. Und Herr Jesus ist die Wurzel Davids, er ist die wahre Wurzel. Und wenn ein Gläubiger, egal was er tut, die richtige Wurzel hat, dann kann er sagen, er macht viel Blödsinn, aber dann stimmt einmal der Grundsatz. Und das ist mir das Allerwichtigste bei diesem Thema, dass der Grundsatz, die Wurzelung in Christus stimmt. Und natürlich, dass wir beginnen, aus unserer Seele alle bittere Wurzeln und das rauszureißen. Weil wenn zwei Wurzeln da sind, dann werde ich von zwei Quellen gespeist. Wurzel ist immer Quelle. Das ist schlecht. Das sind dann auch die Gläubigen, die dann wirklich entschieden, klar sind, die können sogar evangelisieren, die können Frucht bringen und dann zwei Tage drauf machen sie den größten Blödsinn. Das ist halt kein Zeugnis, wisst ihr, da muss klar sein. Wir müssen die seelische Wurzel rausreißen, dass die geistliche Wurzel alles beherrscht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt, du machtest Raum vor ihm, dass er Wurzeln schlug und das Land erfüllte. Psalm 80, 10, ein Bild fürs tausendjährige Reich, wenn Israel wirklich wurzelt. Ich denke, es ist euch klar, warum wird jeder, der die Wurzel hat, jeder, der wiedergeboren ist, entrückt? Es gab ja diese falsche Lehre, du wirst nur entrückt, wenn du geheiligt bist.
Wisst ihr, was Gott macht bei der Entrückung? Das ist eindeutig. Er zieht einfach der Heilige Geist in den Luftraum zurück. Jeder, in dem der Heilige Geist ist, der wiedergeboren ist, wird entrückt, begegnet dem Herr Jesus in der Luft. Aber es muss sich ja Israel bekehren, wenn er sichtbar wiederkommt auf der Ölberg. Also muss der Heilige Geist wieder ausgegossen werden. Und dann kommt Jesaja 37, 31. Was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, das ist das Drittel derer, die sich bekehren bei der Wiederkunft Jesu, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen. Die erleben das aber Wiedergeburt und nach oben Frucht tragen. Immer gleich, Israel kann keine Frucht bringen, wenn sie nicht in Christus gewurzelt ist. Das ist auch der Grund für das, was jetzt wieder in Israel passiert. Wisst ihr, das ist logisch. Psalm 1,1. Da sagt die Bibel einfach so ganz einfache Grundprinzipien, wie das mit der Wurzelung aussieht. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen und seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwerkeln nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Das ist die Wurzelung. Damit sagt die Bibel, wenn du im Geist wandelst, alles, was du im Geist tust, wird, wenn du zum Beispiel nicht bei den Sündern bist, wenn du nicht mit den Spöttern Gemeinschaft hast, wenn du Lust am Wort Gottes hast, wenn du nachsinnst über das Wort Gottes, dann bist du wie ein Baum, der seine Wurzeln in Christus hineinsenkt, dann wirst du Frucht bringen. Das ist immer Haltung. Also wenn ich keine Frucht bringe, dann muss ich mir ernstlich fragen, Herr, was mache ich für einen Fehler? Stimmt in meiner Wurzelung was nicht? Meistens stimmt in der Wurzelung, meistens bin ich wiedergeboren. Und da muss ich leider das übelste Gerät, das ich besitze, mir ansehen, nämlich meine Seele, und gucken, ob ich dort eine Wurzel habe, blühen lassen. Wisst ihr, ich hasse etwas. Ich hasse, und ich habe bei mir ums Haus rum lauter Blätter. Da ist Unkraut. Und das bricht durch die Dinger durch. Und die wegzutun, das hasse ich. Das ist nämlich gar nicht einfach. So oberflächlich Unkraut, das kriegst du raus mit einem Ruck. Aber beim anderen, da brauchst du einen Stichel und alles Mögliche, um das überhaupt rauszubringen. Wisst ihr, und das ist ganz einfach. Genauso radikal und so ungern, wie ich das mache, aber genauso radikal, das tust du auch manchmal ungern, musst du in deiner Seele jedes Unkraut ausrotten, dass keine Wurzel da ist. Wenn da nämlich keine falsche Wurzel ist, dann wirkt wieder die Wurzel deines Geistes, das in Christus gewurzelt sei, und dann bringst du wieder Frucht. Kolosser 2,6. Ganz, ganz wichtig, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Jetzt erklärt er, wie das geht. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und darin überfließen mit Danksagung. Das heißt, als ich da Jesus annahm, ich weiß das nur wie heute, dann wirst du gewurzelt. Und diese Haltung musst du immer wieder einnehmen, mit der gleichen Radikalität. Dann bleibt die Wurzel. Und dann bringst du Frucht hervor, das kannst du überhaupt nicht verhindern. Johannes 15, ganz wichtig, die ersten 11 Verse. Bleibet in mir. In Christus zu bleiben heißt einfach, ich gehe als Gläubiger willentlich in diese Wurzelung hinein, dass der Herr mich bestimmt. Das ist eine Willensentscheidung. Das ist nichts Besonderes. Wenn ich da drauf stehe, dann werde ich Frucht bringen. Und der Herr sagt, wenn das jemand nicht tut, dann wird es gefährlich. Epheser 3, 8. Da sagt die Bibel, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, und er meint es wirklich so, ist die Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und dann geht es weiter, dann redet er vom Reichtum seiner Herrlichkeit, dass wir wie Geist gestärkt werden im inneren Menschen, dass ab 17 Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Merkt ihr etwas? Ich muss im Glauben in diese Wurzelung, in diese Stellung in Christo, in dieses Verbundensein mit ihm hineingehen. Und wenn da in der Seele was hindert, dann schmeiß es raus. Wisst ihr, da ist nochmal ganz klar. Gewurzelt und gegründet, und zwar dass der Christus in meinem Herzen wohne, weil durch der Jesus die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen. Ich kann auch nicht evangelisieren, wenn ich nicht die richtige Haltung habe.
dann wird Evangelisieren zur Rechthaberei. Und ein Mensch merkt, ob du rechthaberisch bist, ob du ihn retten willst, ob du ihn zum Jesus führen willst. Die merken das. Jesaja 61, 1, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Und dann siehst du alles, was der Herr hier für uns getan hat. Und es ist wunderbar. Er verbindet gebrochene Herzen, er befreit die Gefangenen, er öffnet die Kerkertüre, er verkündigt das angenehme Jahr des Herrn und so weiter. Wisst ihr, das ist mir klar geworden. Er öffnet die Gefängnistür, das ist die Wurzelung. Wer muss jetzt rausgehen? Es steht nicht in der Bibel, dass er dich aus dem Kerker herausholt, sondern er sagt, er macht die Tür auf. Rausgehen musst du selber. Und das ist das, wo du im Glauben in deine Wurzelung hineingehst und das vollkommene Opfer für dich wie ein kleines Kind in Anspruch nimmst und alles, was das hindert, wegwirfst. Das ist dann, wo du deine Seele vom Unkraut befreist. Aber es ist ein Willensakt. Du musst das wollen. Und dann kommt Psalm 87, das ist was Wunderbares. Harald hat uns ja der 43. gelesen. Durfte übrigens für die Kinder Chora sein, weil der vorige, der 42. ist fast gleich. Psalm 87, 1 bis 7, ich möchte auch bloß auszugsweise lesen. Da sagt die Bibel über die Stadt Gottes, Neue Jerusalem, das sind ja die Gläubigen. Aber von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist in ihr geboren. Das sind die Wiedergeborenen, die Gewurzelten. Und der Höchste selbst wird sie befestigen. Er macht mich stabil durch die Wurzeln. Der Herr wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet. Dieser ist dort geboren. Es wird nur eine Rolle spielen, ob ich gewurzelt bin, ob ich wiedergeboren bin. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Die Wurzel ist die Quelle. Nur auf das kommt es. Wenn ich dann im Glauben zu dieser Quelle gehe, meine Wurzelung so im Glauben annehme, alles, was er mir gegeben hat, und in meiner Seele das Unkraut rausjage, dann werde ich anfangen, Frucht zu bringen. Und dann wird die Wurzel wirken und diese Frucht wird dann bewirken, dass auch meine Wurzelung nicht kaputt geht. Weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass jemand systematisch gegen seine Wurzelung sündigt und da sich dauernd dagegen stellt, das steht im Hebräer 6, 10, und dann kann der auch verloren gehen. Wisst ihr, die Lehre, dass ein Gläubiger machen kann, was er will und nie mehr verloren geht, das ist wahrscheinlich die gefährlichste Lehre, die es gibt. Das stimmt einfach nicht. Das ist gelogen. Die Bibel sagt klipp und klar, ein Gläubiger kann abfallen. Und ich habe das live erlebt, wie Gläubige abfallen. Gläubige, die evangelisiert haben, die Frucht gebracht haben ohne Ende, sind dann abgefallen, sagen heute, die Bibel ist ein Märchenbuch, Jesus ist ein Scharlatan, Gott gibt es gar nicht, das ist alles Quatsch. Und die haben Leute evangelisiert, die haben sich bekehrt. Wisst ihr? Gibt es. Ja, für da ist es ganz wichtig. Ich muss gucken, dass die Wurzel in Christus, in meinem Geist, so stark ist, dass sie jede Wurzelung bei mir, die vielleicht negativ ist in meiner Seele, überragt. Und ich muss hingehen mit einer Radikalität, wie man Unkraut jätet und in meiner Seele die falsche Wurzel rausreißen, dass die Wurzel in Christus wirklich blühen kann. Und jetzt sind wir am Schluss mit Kolosser 2. Ich lese nochmal Vers 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Und jetzt erklärt er, gewurzelt und auferbaut in ihm. Das heißt, mein ganzer geistlicher Wandel kann immer nur von der Wurzel geprägt sein. Wer ist die Wurzel? Der Herr Jesus. Das heißt, es spielt nur eine Rolle, wie mein Verhältnis zu meinem Jesus ist, wie ich vor seinem Angesicht stehe und dann wird alles andere kommen. Und alles, was hier stört, das sind die seelischen Dinge, die muss ich, selbst wenn sie wehtun, wegtun. Wenn man wirklich die Wurzel Jesus Christus will, dann muss man bereit sein, seine Seele das Unkraut zu jäten. Und Unkraut verbrennt man, das gar nicht wiederkommen kann. Wisst ihr, und am Schluss musst du dir ganz einfach die Frage stellen, habe ich diese Grundwurzelung erlebt, wie ich in Gottes Kind? Ja, natürlich, jetzt kommt wieder die Sensible, die immer glauben, dass sie nicht wiedergeboren sind, die dauernd Angst haben, dass sie nicht wiedergeboren sind. Das sind die in der Regel, die wiedergeboren sind. Ich sage, wenn jemand zu mir sagt, oh, ich habe so Angst, dass ich nicht wiedergeboren bin, sage ich meistens nach dem zweiten Satz, hör auf, ich weiß, was du hast, du bist ein Obersensibler, du bist 100% wiedergeboren, brauchst dich nicht verrückt machen. Ist so, habe ich noch nie anders erlebt. Aber da gibt es Leute, die können hemmungslos sündigen. Zu denen sage ich, hey, pass mal auf. Wenn du hemmungslos sündigen kannst, kann die Wurzel nicht in dir sein. Ich habe zwei Bekannte gehabt. Einer hat sich ganz klar bekehrt. Der war sogar, man könnte sagen, ein Abtreiber, ein Mörder, sich glasklar bekehrt. Und sein Freund
hat sich gleich auch bekehrt. Beim einen war es echt, beim anderen nicht. Weißt du, wie du das gesehen hast? Der konnte einfach nicht von seiner Sünde lassen. Der hat da ganz offen zugegeben, ich kann nicht anders. Wenn du gewurzelt bist in Christus, dann kannst du anders, wenn du willst. Wisst ihr, von der muss ich mich immer wieder prüfen. Und die meisten sind gewurzelt in Christus, aber jetzt muss ich gucken, hat sich jetzt, ohne dass ich gemerkt habe, neben meiner Wurzelung in Christus, diesem wunderbaren Evangelium, dieser wunderbaren, vollkommenen Erlösung, dieses vollkommenen Opfers, hat sich in meiner Seele irgend so ein Dreck eingeschlichen, dann müssen wir ihn rauswerfen. Wenn ihr eine Konkordanz habt, dann geht einfach hin, entweder gebt ihr es im PC ein oder Papier und gebt einmal das Wort gewurzelt ein. Da werdet ihr sehen. Die ganze Bibel redet nur von der Quelle, von der Wurzel, und die ist der Herr Jesus. Und jetzt habt ihr einen Spiegel, um geistlich mal zu gucken, was los ist. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag. Ich möchte dir danken für jede Seele in unserer Mitte, die in dir gewurzelt ist, die diese Wiedergeburt, die Errettung erlebt hat. Wenn irgendjemand in unserer Mitte wäre, wo das noch nicht der Fall ist, dann erbarme dich. Aber ich bitte auch, dass du uns Gnade gibst, so wie du hier schreibst, dass wir gewurzelt und befestigt sind in dir, dass wir uns vollkommen nach dir ausrichten, nach deinem vollkommenen Opfer, und dass wir alles, was in unserer Seele an bitterer oder falscher Wurzel aufblüht, dass wir es ausreißen. Nur du kennst unsere Herzen, nur du kannst uns beurteilen, möchte uns heute Morgen ganz bewusst in dein Licht stellen. Und bitte, Herr, erbarme dich, wir möchten dir dem